Hi guys, welcome to my channel. Heute will ich euch mal zeigen, was in meiner Freitagabendtäschchen immer dabei habe. Ja, what's in my bag on Friday night? Yeah, oh. Ich weiß es selber noch nicht so ganz genau. Schauen wir mal, was drin ist. Ja. Die schöne Coco Chanel Tasche. Ja, also keine Fake, diese echte. Natürlich, also ein bisschen Stil muss ja schon sein, wenn man sich Freitagabend aufs internationale Parkett begibt. Ja, dann schauen wir mal, was der Regulator dabei hat, wenn er sich freitagsabends seine Knaben gönnt und vielleicht seinen Scheich trifft? Man weiß es nicht. Das ist ja das Spannende. So, apropos Spannung. Schauen wir jetzt mal? Oder wollen wir noch nicht schauen? Doch, wir schauen. Genau, ja. Oh. Wir öffnen diese wunderbare Bag. Oh, da ist ja so viel drin. Ach, ich kann... nein, ich hole das einzeln raus. Ja. Ja, also. Ja, ganz wichtig... habe ich immer dabei ein paar Pfefferminz-Drops mit Pfefferminz. Bist du mein Prinz? Marius Müller-Westernhagen. Das war schon immer sein Spruch. Genau. Frischer Atem wirkt halt. Ohne geht es ganz schlecht. Ne? Also wenn man so stinkt wie der besagte Arsch vom Gaul. Nein, das muss nicht sein. So, was haben wir denn noch Feines? Ja, was habe ich denn hier? Ah, ja gut, natürlich. Man muss ja auf sein Outfit achten. Und damit das Ganze auch wirkt und man auch inkognito unterwegs ist, habe ich natürlich immer meine Brille dabei. Ja, das kommt immer ganz gut bei den Guys an und ja, schau mir in die Augen, Kleines, ist bei mir nicht so angesagt. Ja, also, das ist schon mal das Outfit. Ja, und wenn es dann soweit ist und ich meine Zielperson erspäht habe, vorzugsweise natürlich an der Cocktailbar, an der Cocktailbar. Ihr wisst, was ich meine. Dann wird es heiß, ganz heiß. Und ja, damit man auch mal so ins Gespräch kommt, bietet sich natürlich immer Feuer an. Ja, natürlich. Können Sie mir mal Feuer geben? Aber klar doch. Ach, warten Sie. Ja, ich glaube, ich habe mein eigenes sogar dabei. Ach, das kommt dann immer ganz lustig. Und der Gegenüber, der denkt natürlich, ja, ach, das ist aber ein patenter Typ, ne? Ach, ja, das sind schon mal die ersten Pluspunkte weg, ne? Also, ja, kommt immer gut, sage ich euch. Macht das. Super. Ja, und wenn man sich dann mal so näher kommt und immer näher kommt, dann kann man natürlich auch ein bisschen spielen. Also das ist natürlich dann auch ganz wichtig, dass man sich dann ja mal ab und zu die Lippen etwas ja geschmeidig hält. Man weiß ja nie, was da kommt so. Ja, und ja, wenn es dann immer schwüler wird und immer angeregter wird und auch die Gespräche immer intimer werden und man sich dann so langsam aber sicher über das nächtliche Ziel im Klaren ist, nach 2, 3, 4 oder auch 5 kleinen Cocktails, dann kommt es manchmal vor, dass mein Gegenüber meint, oh,
Mein Süßer, was hältst du denn davon, wenn wir morgen früh in New York oder in Rio frühstücken? Dann sag ich, kein Problem, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Mein Pass ist immer dabei. Ja, auf solche Kleinigkeiten müsst ihr achten, weil ansonsten, ja, steht ihr da wie so ein begossener Pudel und der nimmt sich einen anderen. Ach, das kann doch nicht sein, nein. Ganz wichtig ist natürlich auch immer, dass ihr einen Gummi dabei habt oder meinetwegen auch zwei oder drei, je nachdem, wie ihr so bestückt und drauf seid. Ganz wichtige Sache, also safer Sex. Ich sag nur safer Sex. Ja, und wenn es dann heiß hergegangen ist, na, wir wollen jetzt keine Details planen, aber es passiert halt öfters mal, ne, dass man sich blind versteht. Und ja, dann ist es ganz wichtig, dass man eine gewisse Creme auch dabei hat, ne, weil manche Herren sind halt auch sehr gut bestückt und dann kann es schon sein, dass es etwas schmerzhaft wird und ja, man will ja dann nicht im Flugzeug die ganze Zeit auf der Rückreise stehen. Das muss dann nicht sein, ja. Und ja, ihr habt ja, natürlich muss ich immer, alles andere brauche ich nicht, aber meine Lieblingszahnbürste, die muss natürlich dabei sein. Das ist ja mal ganz klar. Und auch ganz, ganz wichtig, immer ein Tempo dabei zu haben für die dramatischen Szenen beim Abschied. Oh Schatz, das tut mir jetzt aber leid. Ich muss leider. Ach Gott, ja. Oh, Darling, bitte, bitte, bleib doch noch. Ja, aber ich bin halt so. Ich kann da nicht und es tut mir ja dann so weh. Aber ja, jetzt habt ihr mal so eine kleine, kleine Vorstellung, was der Regulator so freitagsabends treibt und plant. Und warum meistens samstags keine Videos kommen und sonntags manchmal auch nicht. Ja, da bin ich dann meistens in Rio oder in New York oder ja, an anderen schönen Orten. Herrlich, sage ich euch. Es ist ein Leben, das muss man schon haben. Also, what's in my bag on Friday night? Ihr wisst Bescheid. Ja, ich küsse euch und ihr wisst auch gerne wohin. Sucht's euch aus. Und falls euch diese kleine Vorstellung gefallen hat, seid gnädig, gebt ein Däumchen nach oben und den Rest kennt ihr ja. Ne? Ansonsten, Gude aus Chiang Mai. Macht's gut. Bis demnächst auf diesem Kanal.